Ah, okay. Es gibt ein Barbecue-Schweinefilet-Sandwich mit einer sensationellen Marinade. Das sind die Hauptakteure. So ein Do-it-yourself-Kit. Ja. Da gibt es einmal die Dressings und einmal die schönen Gewürze mit den Marinaden. Und es ist echt super, super lecker, muss ich euch sagen. Und vor allen Dingen einfach zuzubereiten. Ja. Ihr macht das Gläschen auf. Dann kommt, Achtung, hier die Maurer. Dann kommt ein Schluck Bier dazu. Zu dem Schluck Bier etwas Senf. So, ja, wie soll ich mal sagen, so 1,5-2 Esslöffel. Und dann ganz zum Schluss kommt noch Öl dazu. Und fertig ist eure sensationelle Marinade, die natürlich auch haltbar ist, die ihr individuell einsetzen könnt. Wichtig dabei ist, einmal kräftig schütteln. Tack, 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 tack. Und die Marinade ist sensationell. Schau mal her. Geil, wa? Oh, die riecht schon gut. Die riecht schon gut. Und jetzt Schweinefilet. Ein richtig schönes Schweinefilet. Ich sage das immer so am Rande. Ich bin Flexitarier und ein Flexitarier isst, wenn er Fleisch isst, gutes Fleisch. Und das ist ein schönes Bio-Schweinefilet. Und das kommt hier in die Marinade rein. Jetzt könnte man, wenn ihr das wolltet, meine Lieben, das Ganze ja, ein paar Stunden marinieren lassen. Muss aber gar nicht sein. Ich mache das so. So ist es auch mehr als ausreichend. Ihr müsstet erleben, wie das duftet. Ja? Ich sage mal wintergrillen.de. Ja, wintergrillen.de ist angesagt. Ein Grill oder eine Pfanne, ein Schlückchen Öl dazu. Und jetzt nehmt ihr dieses perfekt marinierte Schweinefilet und gebt es hier rein. So, okay. Dann haben wir ja das Brot. Und das Brot kommt dann in die Pfanne. Aber bevor ich das Brot reingebe, kommt hier ein richtig schönes Stück Kräuterbutter drauf. Die könnt ihr selber machen oder auch gern ein Fertigprodukt nehmen. Das ist mir relativ egal. Die Zeiten, dass man sagt, man muss alles selber machen, finde ich, sind längst vorbei. Es gibt so gute Produkte, das kann man gut machen. Und jetzt nehmt ihr das Brot und gebt es so in die Pfanne rein. Und dann wird es auch noch schön angebrutzelt. Dann ein Hauch frischer Knoblauch. Ja, das ist so Monsterzehen. Die kann man aber mittlerweile in jedem Supermarkt kaufen. Ich finde die super, die schmecken toll. Und der Arbeitsaufwand von Schälen und Schneiden hält sich in Grenzen. Und schau mal her, das ist ja fast schon wie so eine kleine Zwiebel. Die kommt jetzt hier mit rein in die Pfanne und wird dann in der Pfanne schön angebrutzelt. So, das Fleisch können wir mal drehen. Das ist jetzt einfach mal so ein bisschen ein deftiges Gericht. Mal schauen, wie es unserem Brot geht. Oh, das schaut gut aus. Ja, eine halbe Minute vielleicht noch. Und dann sind unsere Blitzrezepte schon fast fertig. Oder unser Blitzrezeptgericht. So. Oh, die Marinade, die ist wirklich, die ist ganz weit vorn. So, einmal runter. Bernd? Ja. Es schaut gut aus? Ja, fantastisch. Oh, das riecht geil. Sehr schön. Den Deckel tun wir auch runter. Und jetzt noch einmal in Richtung Pfanne. Kommt noch ein Schluck Bier dazu. Das ist den Rest, den wir noch haben. Ja, genau. Ja, hier wird gekocht. Hier, Freunde der Nacht, hier wird gekocht. Achtung, zack. Zitrone der Länge nach halbieren. Kerne raus und jetzt zu dem Knoblauch und dieser tollen Marinade Zitronensaft dazugeben. So, das ist jetzt einfach mal so ein deftiges Gericht. Ja. So ein richtig schönes, deftiges Gericht auf das Brot zum Anrichten. Kommt noch etwas Senf und jetzt das Schweinefilet. Ja, das ist jetzt einfach mal was Deftigeres. Ja, also kein so Schickimicki-Gericht mit Kokos und Hummus und Schlag mich tot,
sondern es ist einfach mal ein einfaches Gericht. So ein Männergericht. Knoblauch drauf, Zitronensaft, fertig. Oben drauf noch ein bisschen Olivenöl. Und ready for takeoff. So, hier, den Hauptakteur stelle ich einfach mal mit dazu. Das waren jetzt mal Blitzrezepte mit einer Sensationsmarinade. Ja? Hey, kocht es nach oder grillt es nach. Würde mich freuen. Guten Appetit.